So, weiter geht's. Nächstes Spiel steht an. Und ich glaube, wir können jetzt eigentlich so ziemlich den Aufstieg klar machen. Es sind jetzt 27 Punkte. Wir haben noch 9 Spiele. Ja, ich glaube, wenn wir einen Punkt mehr holen als Rostock, sind wir durch. Nächstes Spiel ist gegen die Münchner. Türkgücü. Okay. Ja, wie gesagt, durch den Sieg gegen St. Pauli war ganz, ganz wichtig. Oder weil wir den nächsten Schritt machen mussten. Jetzt geht es weiter gegen München. Und dann hoffen wir mal, dass wir die auch noch packen. Und dann dürften wir eigentlich safe den Aufstieg so, da haben. So. Renault McKennie, ja gut, okay, die sind noch abgestellt für die Nationalmannschaft. Gerade McKennie, der soll mal richtig fit werden, bevor der da irgendwie was macht. So, kurz mal in die Mannschaft reingucken, weil dann kann ich ja nochmal wechseln. Kann ich nochmal was machen? So, habe ich sie so wieder fit. So, dann kann ich ihn auch wieder einbauen. Platte braucht leider noch ein bisschen. Gut. Und jetzt geht's gegen den Tabellen 9. Hinspiel zu Hause 5 zu 2, deswegen klar, jetzt spielen wir auswärts. Und jetzt wollen wir natürlich auch das nächste Spiel gewinnen. Na gut, gehen wir rein. Er wird in diesem Spiel einer der interessantesten Spieler sein. Denn er darf nach seiner Verletzung von Anfang an ran. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Wir freuen uns auf ein Riesenspiel. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Über ihn wurde vor diesem heutigen Spiel viel gesprochen, denn er war einige Wochen verletzt. Jetzt ist er wieder an Bord und man erhofft sich heute eine Menge von ihm. Meinst du, die Verletzung wird ihn noch ein wenig bremsen, Buschi? Ich glaube, das kriegst du nicht ganz aus dem Kopf raus. Er ist selbstbewusst, haut sich immer voll rein. Vielleicht denkt er die ersten 10, 15 Minuten noch dran, aber dann wird es, wenn alles in Ordnung ist, von selbst laufen. Dann ist er wieder ganz der Alte. Ja, schauen wir mal. So. Und heute soll der Aufstieg zugemacht werden. Wie gesagt, ein Punkt mehr als Rostock oder beziehungsweise dann auch Halle, die auf dem fünften Platz liegen, dann dürfte das reichen. Aber es geht, glaube ich, nun, ja, gegen den vierten, genau, okay. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2. Und das ist recht offensiv ausgestaltet, ne? Ja, das stimmt, Wolf. Zwei Stürmer ganz vorne, dazu die Mittelfeldspieler, die angehalten sind, weit aufzurücken. Das ist natürlich auch, ja, ist ein Risiko. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie Ja, ich spielen versuche wieder die heute gleiche im Elf. 4-5-1. Das ist richtig. Ein wirklich passives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. So, auf geht's. Anpfiff Spiel und ist los geht's. angepfiffen. Nicht mehr 5-2. Auch ein ähnliches Ergebnis hoffe ich heute. Aber dann können wir es eigentlich zumachen. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, was heute passiert. Erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen und danach gucke ich überhaupt, was erst die anderen gemacht Dragovic. haben. Ja, Glück gehabt, der kommt noch durch irgendwie. Geht damit voll im Einsatz zu Kommt machen. nicht dadurch. Letztes Spiel gegen St. Pauli, das 2 zu 0, das ganz wichtige 2-0 vor allen Dingen. Stefan Stangl. Wir haben jetzt 10 Siege in Folge. Dann mal gucken, was heute, ob es heute Nummer 11 geht. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Was auch immer der Spieler da gerade versucht Sie hat. machen schon sehr früh Druck. So, da muss er jetzt Gelb eigentlich geben nicht. wegen Keine der große Schreibe für Sache. den. Na gut, gibt da nicht, egal.
Ja, sie gehen da rein, ne? Sie wollen und kämpfen und müssen und tun. Wollen sie dann auch nochmal ein bisschen mitkämpfen? Mit... Unaufhaltsam. Ah, der kommt nicht. Der ist weg. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. So, jetzt fehlt noch ein Gegner und dann hätten wir sie, glaube ich, einmal alle geschlagen in der Saison. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Mannheim, jetzt die Heimspielniederlage. Aber mit dem Rückspiel egalisiert. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. McKennie. Sie können das Tor hier tatsächlich noch verhindern. Ja, jetzt haben sie den Ball, können ein bisschen durchatmen. Das war knapp auf der Linie, so gerade noch geklärt. Ja, gut gemacht. Da ist jetzt Platz. Oh, der Ball kommt, Berbi. Jetzt ist es gefährlich. Er passt gut. Heller Kotsch ab und dann hat er. Der Russen. Javairo Del Rosun. Der über die Außenbahn so viel Druck macht. Da ist die Chance. Jetzt! Und es ist wieder Del Rosun. 26. Tor für Kubilanski. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Übrigens abseits war es nicht, weil er mal nach hinten gespielt wurde. Hier nochmal dieser Treffer. Einzel. Yes. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, eventuell wird heute der Aufstieg zugemacht. Aber wie gesagt, je nachdem wie die anderen spielen, ne? Wenn Rostock natürlich gewinnt, wird es vertagt. Das ist, oder? Wenn es richtig im Kopf haben, müsste es eigentlich soweit dann. Aber gucken. Guck halt, wie gesagt, ich rechne das ist dann aus. Ist das jetzt schon Spieltag Nummer 30 oder so? Spieltag Nummer... Doch, eigentlich ist es egal, wie die spielen, ne? Das, wenn sie dann 9 Punkte haben, es wird ja dann quasi ein Spiel weniger. Dann da hast du dann 8 Spieler, dann haben wir 27 Punkte, dann bist du durch. Wir müssen halt unser Spiel jetzt hier heute gewinnen. Schöner Pass. Naja. Ist es noch 60 Minuten, also ist noch ein bisschen Zeit. Er nimmt ein volles Risiko. Ja, der schön gemacht. Gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. So, die Chance ist. Keine Gefahr. Ach, scheiße. Elfmeter. Zu spät. Ja, nee. Dann ist hier wieder alles offen. Dann ist hier wieder gelb. Alles drin. Es gibt hier Elfmeter. Und gelb noch dazu. So, Böhre, gegen. Drüber! Yes! Glück gehabt. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus, trotzdem angenehm Krüger. Ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf. Das Wetter kann man sich nicht aussehen. Jetzt gibt es Ecke für uns. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannung. McKennie! Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. 37. Minute, der Ball geht nicht ins Tor. Buschelab. Gut gemacht da hinten. Silver Gongula. Und das ist Kubilanski, der jetzt durchgeht. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Weg ist der Ball. Schöne Flanke. Und jetzt aber. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Den ersten hat er noch versetzt, verhauen. Ja, wieder hier den Rosso, der außen durchgeht. Da geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Naja, mal gucken, wie es hier weitergeht. 2:0 sieht alles ziemlich gut aus. Noch ist nichts allen trockenen Tüchern. Ich feiere wirklich auch erst, wenn es dann durch ist. Oder Kotschab. Ja, pass auf, da darf nicht jetzt irgendwie noch was passieren. Ich glaube, ich muss ihn dann gleich schon ziehen von der Pause gleich raus. Hat der Pass auch versetzt. Er ist da und hat den das war ein Foul. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Ja.
Und wenn er mir das Ding jetzt weggepfiffen hätte und gesagt hätte, das ist ein Tor, weil der Keeper mit dem Ball ins Tor ging. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Sie spielen hier heute wie ein Aufsteiger, Buschi. Ja, zumindest in den ersten 45 Minuten. Wenn sie da jetzt dranbleiben, dann spielen sie in der nächsten Saison eine Liga höher. Ja, genau das ist es halt. Ne? Wir müssen einfach nur gucken, dass wir unser Spiel jetzt gewinnen. Unsere Hausaufgaben machen. So, Sandhausen liegt übrigens hinten mit 2:1. Also da ist momentan alles super, weil das wären auch wieder nochmal plus 3. Die Meisterschaft soll ja nämlich das auch das große Ziel sein. So, ich wechsle kurz durch in der Mannschaft. Das. Ich bereite jetzt hier McKenny nach hinten und bringe Mehrjan für Bella Kotschab, der eben mit Gelb vorbelastet ist. Mit der Führung im Rücken geht's jetzt für Schalke in den zweiten Durchgang. Also. Ja, das ist einfach nur Sicherheitswechsel. Es ist vorher irgendwie noch was passiert. Das wäre es gewesen. Ja, der Russo, der war echt gut eingeschlagen. Ist auch schon seinen 5. Saisontorat. Und schon einige Vorlagen hat. Ich muss gleich gucken, wie die Vorlagen aussehen. Barry. Ja. Ludewig, der aber überhaupt nicht da irgendwo noch auf dem Start. Und jetzt hat er aber. Und es ist kein Elfmeter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es ist kein Elfmeter. Guck ja. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Nein, 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 nein. Torhüter vor sich. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Da oben, der vorne den Ball. Also, sorry, da war absolut alles beigespielt. Also das. Naja. Aufregung hat sich auch gelegt. Einwurf jetzt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Langer Einwurf, vielleicht geht's jetzt schnell. Ja, es steht nur 2:0 immer noch, ne? Das ist gutes doch alles Spiel drin, theoretisch. 61. Minute. Halbe Stunde haben wir noch. Ludewig hat ihn. Holen sich da den Ball. Klasse. Da wäre Platz für den Konter. Und der, den holt der Verteidiger da raus. Guter Einsatz, das war wichtig. Für Rosen, ja, der hat jetzt noch mal wieder Platz. Das ist jetzt eine Chance. Den hat der Keeper schön geholt. Was für eine Parade. Jetzt Ecke kommt. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Hab ihn. Ah, dann in den Konter rein. Könnte in Konter gehen. Der ist nicht ohne. Den kriege ich aber nicht gestoppt. Siskovic. Super Aktion. Das ja, John, der lässt den abtropfen. Das geht nicht gut. Ja, also München macht jetzt ein bisschen Druck. Wir sind viel Druck, meiner Meinung nach. Jetzt haben wir ihn. Erstmal. Silvia Gongula. Klasse Zuspiel. Krüger. Gefährlich jetzt. Sie bekommen den. Und da ist er. 0:3. Und ich glaube, er wird auch der Torschützenkönig werden in der Saison. Fast vorbei. So, 0:3 jetzt. Du willst kein Foul. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Wie macht er? Oh, den macht er schon wieder so. 0:4. Und damit willkommen in Liga 2. Da setzt er sich durch und dann haben sie das 2 gegen 1 und da bist du.
Und damit willkommen in eine Liga höher. So. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Und für ihn ist es doch Nummer 29. Und das am 30. Spieltag. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent, dem Spiel seinen Stempel auf. Und vorne jetzt rein Burstohan. Der jetzt versucht, der jetzt die Neuner spielt da vorne. Das drückt auch das Ergebnis aus. Ich probiere es einfach mal aus. Das heute sind ja ist nicht der Tag der Überraschungen, zumindest nicht in dieser Partie. Nee, dazu haben sie einfach zu wenig entgegenzusetzen. Das muss man dann auch akzeptieren. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Oh, dann ist Boston, der jetzt durchgeht. Krüger sehe ich schon und dann frei. Oh nein, da habe ich mich ein bisschen falsch gestellt. Der wäre durchaus auch reingehen können. So, jetzt kommt noch mal die Münchner. Und dann ist es doch das Tor. Besser als gar nichts, könnte man sagen. Immerhin 19. Minute 1-4. Einen Treffer bejubeln. Wir schauen noch mal auf den Treffer. Da ist ja wieder komplett falsch gestanden. Aus der Halbdistanz mit Effekt. Aber gut gespielt. Brillant gemacht. Der Keeper kann nur zuschauen. Sein siebtes Saisontor. Also. Nachdem bislang nicht viel zusammenging, ist das Tor jetzt dann doch ein kleiner Lichtblick. Oder geht vielleicht noch mehr, Buschi? Kann ich mehr. Beim besten Willen. Nein. Das ist der Schluss. Das war's. Haben heute also gewonnen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. So. Und ich glaube, damit dürfte auch der Aufstieg durch sein. So, gehen wir mal wieder ein bisschen in die Interviews. Und da draußen nur 2-2 gespielt. Okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall wieder zwei Punkte dazugepackt. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. So, 4 Tore von Kobylanski. Ja, hat er 4 Stück gemacht. Er hat alle 4, ich habe 4 gemacht. Ich kann, ja, doch, ja, stimmt. Er hat tatsächlich wirklich alle 4 gemacht. Und dabei sage ich Rotationsspieler nur und kein Stammspieler. Die Frage ist, ob ich ihn jetzt nochmal verlängert bekomme, um eine gewisse Zeit. Ich gucke mal tatsächlich in die Transfers, in die Dings rein, in die Verträge noch mit rein, weil ich weiß nicht, wie die Verträge aussehen. Hier. Ein Jahr. Mit Treue möchte ich gerne verlängern. Verlängerung delegieren. Okay, das geht nicht. Und akzeptieren. Zuerst Kohler ist eine Art Stern, muss auf jeden Fall in die nächste Liga. Die Lingore. Und ich möchte gerne auch. Was ist er denn? Kobylanski. Du gehst auf jeden Fall als Stammspieler rein oder weiter, weil ich will dich gerne in der, auch in der eine Liga höher halten.
Tim Breule. Für mich meiner Meinung nach Schlüsselspieler. Dann hätten wir jetzt noch 2 Jahre, 4 Monate. Und nochmal 2 Jahre draufpacken. Freigabe somit definitiv übergehen. Ja klar, Mister. Gehalt momentan 20.000. Die Frage ist, ob du das behalten willst. Gut, kriegt er zumindest eine Gehaltserhöhung und wird auf jeden Fall als Stammspieler befördert. Gut, der hat jetzt nochmal ein Jahr, sogar doch noch ein Jahr verlängert. Okay, ich dachte, wäre vorher 2 Jahre gewesen. So, Verlängerung delegieren. Und akzeptieren. Nassim Boulegier-Lab, der bleibt auch noch definitiv länger. Mal gucken, wenn wir noch so haben. Alles, haben wir es. Ne, da kann ich leider nicht verlängern, schade. Aber der hat noch einen Jahrvertrag, den kann ich auch noch später verlängern. Sebastian Rudi, den möchte ich gerne irgendwann abgeben. Den werde ich auf jeden Fall nach der Saison auch verkaufen. Level Merger, Verlängerung delegieren. Bleibt weiterhin. Dann habe ich fast alle Verträge soweit langfristig verlängert mit den Leuten, mit denen ich auch in die neue Saison gehen will. Gut, der Jonas Karls bleibt noch mal eine Weile. Sigris bleibt auch. Damit habe ich, glaube ich, alle meine Transfer, meine Verträge, glaube ich, alle verlängert, soweit ich das gerne hätte. Die Spieler, die halt keine neuen Verträge bekommen werden, am A schon langfristige Verträge oder B halt auch. Mit denen werde ich wahrscheinlich nicht in die neue Saison gehen. So, gut. Gututu kann ich später erst verlängern, wenn der zurück ist. So, und damit würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Spieltag Nummer 31.